Du hast definitiv Geldprobleme oder machst dir sogar was vor bei deinem Vermögen, wenn du diese Fehler begehst. In diesem Video werde ich dir ganz hart, klipp und klar einen Realitätscheck mitgeben über dein Vermögen, weil ich einfach festgestellt habe, dass viele Leute sich viel zu früh ausruhen und sich eben einreden, dass es bei ihnen läuft und dass sie finanziell irgendwo abgesichert sind. Dann aber eine Kleinigkeit in ihrem Leben passieren muss und schon sind sie wieder finanziell am untersten Punkt. Starten wir mit dem ersten großen Fehler und das ist, wenn du nicht weißt, auf den Cent genau, wie viel Vermögen du hast. Die meisten Menschen, die wissen, was bei ihnen aufs Konto kommt, also wie das Gehalt aussieht, ja, oder wenn man selbstständig ist, wie halt die Umsätze aussehen. Ja, das ist bei den meisten Menschen klar. Aber die absolute Klarheit, was kommt rein, was geht raus, was bleibt übrig, wie ist meine Vermögensaufstellung, wie ist wirklich mein Nettovermögen am Ende des Tages, das haben viele Leute halt einfach nicht. Und wenn du deine Zahlen nicht kennst, wie willst du darauf aufbauen? Es ist oft so, dass Leute vielleicht gerade 500 Euro im Monat sparen, obwohl sie 1000 Euro vielleicht im Monat sparen könnten oder vielleicht sogar noch mehr, weil sie halt einfach ihre Zahlen nicht kennen und vor allem nicht genau den Plan haben, wo steht man aktuell. Ja, das heißt, wenn du in dieser Situation bist, dann musst du einfach mal vorgehen und einfach mal ganz simpel nimmst du dir ein Blatt Papier, schreibst dir einfach mal auf, was hast du auf deinen Konten, was hast du vielleicht für Investments, was hast du für Schulden, was hast du für Sachen, die jährlich anfallen, was hast du für Einnahmen, was hast du für Ausgaben, also dass du einfach die Klarheit über deine Finanzen hast. Weil ich glaube, die meisten Menschen, die drängen das oder pushen dieses Thema weg, weil sie eigentlich wissen, ja, dass es finanziell vielleicht doch nicht so gut aussieht, weil es vielleicht unangenehm ist, weil man sieht, hey, da sind noch so viele Sachen offen, eigentlich habe ich gar nicht so viel Erspartes, dass die dieses Thema lieber auf Seite tun, anstatt die Realität zu sehen und zu sagen, alles klar, ich muss vielleicht Gas geben, ich muss vielleicht eine Schippe drauflegen, ich muss vielleicht mehr verdienen, was es auch immer sein mag. Bedeutet, setze das um und kenne deine Zahlen. Weiterer Fehler ist die Es-geht-mir-gut-Einstellung. Wenn ich das von Menschen höre, ja, dann denke ich mir immer so, es ist sehr ignorant, dass du gerade so handelst. Weil es gibt, sage ich mal, so das, die typische Zone von Leuten, die im Mittelstand sind. Die haben vielleicht 50.000 bis 100.000 Euro Erspartes, vielleicht auch 25.000 Euro. Die können zwischen 500 bis 1.000 Euro im Monat oder mehr sparen. Die haben vielleicht einen guten Job, ein gutes Gehalt. Vielleicht leben diese Menschen zusammen in der Partnerschaft oder sind verheiratet und haben Kinder. Und die stehen mitten im Leben. Das heißt, Autos sind da, Urlaube kann man sich leisten. Und der Hunger war eigentlich immer da, aber jetzt ist das Eigenheim da, der Lifestyle ist da. Und jetzt hat man sich so ein bisschen gesetzt und sagt sich halt, ach, mir geht's gut. Ja, bei uns läuft's. Und man hat so unterbewusst die kleine Einstellung im Hinterkopf, was soll schon passieren? Es läuft ja gut. Warum soll ich die extra Meile gehen? Warum soll ich mein Geld vielleicht irgendwie anlegen, vermehren? Es läuft ja gut, mein Gehalt ist gut. Und das ist genau der Punkt. Und das ist einer meiner Lieblingszitate, ist, wenn du dich anfängst, zu sicher zu fühlen, dann fängt es an, langsam bergab zu gehen. Also du musst eigentlich grundsätzlich immer wieder die Realität ins Hier und Jetzt holen und immer wieder mehr in deinem Leben wollen, ja, vor allem auch finanziell, damit du überhaupt deinen jetzigen Standard garantierst. Weil nur weil du jetzt paar Mal die Woche essen gehen kannst, dir Urlaube leisten kannst, du gut dastehst, ist es nicht garantiert, dass das für immer so ist. Du kannst immer deinen Job verlieren, du kannst immer in der Selbstständigkeit kann irgendwas schief gehen, du kannst immer in eine Situation kommen, wo du deine Rücklagen aufbrauchen musst. Deswegen immer auf dem Boden bleiben und immer etwas mehr tun. Oma hat es doch immer schon gerne gesagt, hey, leg doch was weg für schlechte Zeiten. Und diese schlechten Zeiten, die sind wir in der heutigen Zeit gar nicht mehr so gewohnt. Wir hatten 2020 bis 2022 schon mal so ein Gefühl von, okay, einiges wird im Leben eingeschränkt, die Zeiten sind nicht so leicht. Aber dann gewöhnt man sich wieder an die normalen Zeiten. Jetzt kann man wieder überall essen gehen, überall reisen, alles ist wieder tutti frutti. Und deswegen mein Tipp an dich, schau der Wahrheit ins Gesicht und fühl dich nicht so sicher da, wo du jetzt stehst. Dazu möchte ich dir jetzt einen Realitätscheck mitgeben. Und zwar eine Frage, die du dir wahrscheinlich jetzt nicht direkt beantworten kannst, aber nimm dir bitte etwas zu schreiben, schreib dir diese Frage auf und versuch sie dir wirklich so ehrlich wie möglich zu beantworten. Ja, das machst du nicht für mich, sondern das machst du wirklich für dich, für deine Familie, für deine Ziele. Und die Frage lautet halt eben, wie lange kannst du von deinem jetzigen Vermögen leben, wenn keine neuen Einnahmen reinkommen würden? Also nehmen wir mal an, du verdienst aktuell ein Gehalt, dieses Gehalt würde nicht mehr ausgezahlt werden, also du hast theoretisch keine Einnahmen mehr. Wie lange könntest du jetzt von deinen frei verfügbaren Rücklagen überhaupt leben oder von deinen Investments? Ist es ein halbes Jahr? Sind es Monate? Ist es vielleicht ein Jahr? Sind es zwei Jahre? Sind es drei Jahre? Schreib dir das auf und schau dir das mal ganz klar an. Und wenn du jetzt siehst, ein Jahr, paar Monate oder zwei Jahre, drei Jahre, egal was, selbst wenn es fünf Jahre sind, dann hast du keinen Grund, dich auszuruhen und dir zu denken, hey, bei mir läuft es doch sowieso. Weil es kann immer sein, egal was im Leben passiert,
Gott bewahre, es kann gesundheitlich was passieren, es kann familiär irgendwas sein, es kann beruflich irgendwas sein, es kann sein, dass man die Arbeit nicht mehr ausführen kann, egal was. Das Leben spielt einem manchmal wirklich nicht in die Karten. Da muss man von ausgehen. Und wenn du da siehst, hey, ich kann eigentlich nur ein halbes Jahr für meine Rücklagen leben, danach wäre ich am Ende, danach wäre ich privatinsolvent oder was auch immer, dann schaust du dieser Wahrheit ins Gesicht und sagst dir, verdammt nochmal, ich kann mich nicht ausruhen. Ich bin dankbar für das, ich habe. Also nicht falsch verstehen. Ja, ich bin super dankbar für mein Leben. Ich bin super dankbar für die Träume, die ich mir schon erfüllt habe. Ich bin super dankbar für die Situation, wo ich jetzt aktuell bin. Aber ich werde niemals gedanklich und vom Unterbewusstsein dahergehen und sagen, mir geht's so gut, was will schon passieren? Niemals. Und das meint man halt auch mit, bleib auf dem Boden, egal wie gut es dir geht. Auch wenn du gerade 100.000 Euro hast, Millionär bist, bleib auf dem Boden. Geh niemals in diesen Gedanken rein, hey, mir geht's eh gut, was soll mir schon passieren? Dann fängt's an, wo es gefährlich wird. Dann ein weiterer Fehler ist, dass du keine höheren Ziele hast, die aufeinander aufbauen. Weil schau doch mal, wenn du deine schulische Karriere gemacht hast, hast du ein gewisses Ziel, einen gewissen Abschluss zu erreichen. Dann hast du vielleicht eine Ausbildung gemacht, ein Studium gemacht, du hast wieder ein gewisses Ziel. Dann finanziell gab es Ziele, vielleicht mal ein cooles Auto zu fahren, vielleicht mal ein Traumauto zu haben. Ja, und irgendwann ist es so, dass man viele Sachen doch dann erreicht. Ja, man hat vielleicht sein Eigenheim immer als Traum gehabt, man hat ein schönes Auto, man kann reisen. Und der Fehler ist, dass man irgendwann aufhört, sich immer wieder neue Ziele zu setzen. Das heißt nicht, dass du noch ein dickeres Auto haben musst. Wenn das dich glücklich macht, ist das ein geiles Ziel. Aber generell sich Ziele zu suchen, wo man sagt, hey, das ist erstrebenswert, weiterzukommen. Der Mensch braucht eine Motivation, der Mensch braucht einen Weg, dass man sagt, hey, ich bin jetzt bereit, dieses Ziel zu erreichen, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, ich bin bereit, mehr zu machen, ich bin bereit, morgens aufzustehen, weil ich weiß, wo ich in einem Jahr stehen will, weil ich weiß, wo ich in 5 Jahren stehen will. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du niemals aufhörst, dir gewisse Ziele zu setzen. Das hat auch nichts nur mit dem Finanziellen zu tun, sondern in allen Lebensbereichen, ja. Eine Partnerschaft, die wird dann einschlafen, die wird dann irgendwann auseinanderbrechen, wenn man keine Ziele mehr hat. Wenn man sagt, ach, wir sind so glücklich zusammen, wir brauchen gar nicht mal in unserer Beziehung zu arbeiten. Und dann wird es von Tag zu Tag, von Woche zu Woche irgendwann so sein, dass man aufwacht und denkt, oh, wir haben jetzt 3 Jahre eigentlich gar nicht mehr so an uns gearbeitet. Passt nicht mehr. Ja, deswegen ist es wichtig, kontinuierlich an den Sachen, die dir wichtig sind im Leben zu arbeiten, neue Ziele zu setzen, neue Challenges. Ja, und da halt eben auch wirklich dran zu bleiben. Dann der letzte Fehler ist, dein Umfeld ist auf deinem Level oder unter deinem Level. Und das ist jetzt gar nicht gemeint mit, hey, es gibt bessere Klassen, Menschen und wenn du weniger verdienst, bist du ein schlechterer Mensch. Null. Ich meine einfach, im Prinzip gibt es Menschen, die finanziell weiterstehen, von der Persönlichkeit weiterstehen als du. Und es ist wichtig, dass man eine Kombination in seinem Umfeld hat. Dass man Leute hat, die man selber mitzieht und wo man sagt, hey, denen möchte ich helfen, sei es im Finanziellen oder in anderen Bereichen. Es gibt Leute, die sind mit dir auf einem Weg, die sind ungefähr auf demselben Level wie du. Und dann brauchst du aber auch Menschen, die weiter sind als du. Quasi gewisse Mentoren oder Vorbilder, wo du sagst, hey, das sind Bekanntschaften oder Leute, mit denen ich immer mal wieder Kontakt habe, die haben in einem Bereich viel mehr Erfolg als ich. Und ich möchte von ihnen lernen, ich möchte mich ihnen anschließen, ich möchte in gewissen Sachen vielleicht einen Wissensvorsprung haben, weil diese Menschen sind ja schon da, wo man ist. Weil es ist einfach wesentlich einfacher, wenn man zum Beispiel das Ziel hat, man möchte irgendwie Milliardär werden. Jetzt ist zum Beispiel für mich ultra, ultra, ultra weit weg, dieses Ziel. Ja, und wenn ich mir jetzt selber ein Blatt Papier nehme und versuche, einen Plan zu schmieden, wie komme ich dahin, ist das relativ schwierig, oder? Wenn ich jetzt aber jemand habe, der Milliardär ist, ja, oder Multimillionär, was auch immer, ist ja egal, dann kann ich zu ihm hingehen, mit ihm sprechen, wie hast du das geschafft, worauf kommt es an, was waren deine ersten Schritte und du wirst merken, dass du dadurch viel mehr auch greifst, ach krass, so schwer war es vielleicht doch nicht, damit kann ich anfangen und du hast da Leute, die dich mitziehen können. Das heißt, achte auf dein Umfeld, dass es halt eben auch durchweg positiv ist, dass du Leute hast, die dich eher hochziehen und nicht runterziehen, ja, und die dich auch nicht von deinen Zielen irgendwie fernhalten. Jetzt weißt du auf jeden Fall, welche Fehler du unbedingt vermeiden musst, damit du auch einfach das Maximale aus deinem Vermögen rausholen kannst. Wenn dich Content zum Thema Geld, Finanzen und Aktien interessiert, folge gerne diesem YouTube-Kanal. Und für mehr Informationen klicke doch gerne mal meine Webseite an. Ja, die findest du unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, dein Max Mrode.